einen Zungenfehler hatte. Wäre beinahe der Anlass für diese Schlägerei geworden, aber das einbeinig war, die Schlägerei schließlich dann doch noch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertagnachmittag in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen ungefähr 200 bis 300 andere Leute, die alle schwitzten. Hunde saßen unter den schattigen Tischen und Bienen saßen auf den Kuchentellern oder kreisten um die Limonadengläser der Kinder. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alle nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unseren Tisch. Mein Onkel hatte, wie gesagt, einen Zungenfehler. Nicht sehr bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte kein S sprechen und kein Z und kein TZ. Das brachte der einfach nicht fertig. Immer wenn in so einem Wort so ein harter S-Laut auftauchte, dann macht er ein weiches, feuchtwässriges Sch daraus. Dabei schob er die Lippen weit vor, als dass sein Mund eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümel unserer Vorgänger von Tisch. Erst viele Jahre später habe ich erfahren, dass es sich gar nicht um sein Taschentuch gehandelt hat, sondern um so eine Art Serviette, aber ich war ja noch zu klein. Er wedelte damit und fragte kurzatmig und nervös, bitte Scherchi wünschen. Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsgemäß, also zwei Aschbach und für den jungen Scheltersch oder Brausche oder was haben Sie sonst? Der Kellner war sehr blass und dabei war es doch Hochsommer. Und er war auch Kellner in einem Gartenlokal. Aber vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken braunen Haut auch blass wurde. Nämlich, als der Kellner die Bestellung, der Sicherheit wegen, wiederholte. Chef wohl, zwei Aschbach, eine Brausche, bitte Chef. Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringliches von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissern, dass er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die ein fernes Geschützdonner erinnerte, Schaden, Sie machen Sie wahnsinnig, Sie machen sich über mein Licht lustig, was? Der Kellner stand da. Und dann fing es an ihm zu zittern, seine Hände zitterten, seine Augendeckel, seine Knie vor allen Dingen, aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt auch Mühe gab, etwas geschützt oder Ähnliches zu antworten. Es ist schade, sich über mich zu amüsieren. Taktlos ist das.